Krankenwagen, yay. Yeah. Ich hatte ja die Ehre, ihn mal im Real Life zu hören. Ja, 20 Minuten lang, alle 5 Minuten. Nee, 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 nee. War schön. Das war ein bisschen komisch. Das war sogar auch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Aktivität. Und hopp. So. Er dreht gleich mit ab. So, jetzt wird mal ein bisschen gespeedrunnt hier. Und zapp. Speedrun Keanu. Eigentlich wollte ich das nicht so machen. Wow. Boink. Voll der Angry Bird. Natürlich. An dem Stand kommt man wohl nicht irgendwie vorbei. Okay. Ja, ich hätte vielleicht auch versuchen können, Dinge einzusammeln. Ach, da oben ist. Da ist die Münze. Okay, damit hat sich das geklärt. Jetzt weiß ich auch, wieso ich. Alter, bist du Oh. scheiße. Jetzt weiß ich auch, wieso ich die nicht sammeln gesammelt habe beim letzten Mal, weil ich keine Wolken mehr hatte. Das macht natürlich Sinn. Rhodey hat wieder einen langen Text geschrieben über irgendwas Japanisches. Naja, hab heute von einer japanischen Metal. Metalband, okay, Metalband erfahren. Baby Metal meint er. Das ist so eine durchgeknallte Mädchenband mit, ich glaube, 12- bis 14-Jährigen. Und die Okay. singen Gimme Chocolate. Eines ihrer Lieder heißt Gimme Shock, okay. Es war ein wenig weird, aber irgendwie auf eine seltsame Art und Weise auch nice. Ja, die Band, die Mädels, die wissen, wie sie ihre Zuschauer also anheizen, nicht anfeuern. Okay, die Hälfte lasse ich einfach mal fallen. Ich hasse diese Steinblöcke. Wieso? Die sind doch ganz angenehm. Die sind nervig, also an manchen Stellen sind sie nervig, denn sie sehen nervig aus. Mit ihren Pausbacken, Hamsterbacken. Deine Chinchillas haben auch Pausbacken. Und du sagst da nichts. Aber nicht solche. Auch wenn die können auch welche bekommen. Ah, ja, so ein Affe, ich weiß. Red gar nicht erst mit mir. Ist in Ordnung. Hab's ja kapiert. Jetzt, wo ich den Affen so sehe, muss ich irgendwie an Rüdiger denken. Na gut, Wenn er genug gemobbt. diese Sonnenbrille aufhat und sein dämliches Grinsen aufsetzt. Er ist halt der selten dämliche Wanderaffe. Jetzt ohne Witz, an den Affen muss ich echt an Rüdiger denken. Er hat einen Ananasstängel auf dem Kopf. Ja, eine Mütze von den Schlümpfen, das hat auch irgendwo was. So, jetzt können wir in die nächste Welt abdampfen. Weil jetzt ja hier die Münzen auch haben. Ich wette, ihr sagt mir früher oder später, ey, da hast du was verpasst. Und ja, dann merke ich mir das hoffentlich. Die Betonung liegt auf hoffentlich. Auf in die next world. Auf in die Next World. Ja, Ja. gut, Englisch, du kannst. Ja, ich weiß. Du kennst mein Englisch. Puzzleplankengalaxie.
Das Geheimnis des Bilderrätsels. Mach das. Ein kleiner Käfer. Die Wohnung liegt auf klein. Bums. War das nicht diese irische Musik, wo hier so abspielt? Oder war das irisch? Ja. Und von dir am Holzpantoffeln. Kleiner Tipp, drück in der Luft Z und... Nicht nötig. Lies mir mal wieder den Chat vor. Ach Gott. Woher wusstest du eigentlich sofort, welche Metalband ich meine? Gibt es etwa nur wenige japanische Metalbands oder weshalb kamst du direkt auf Baby Metal? Weil N-Smash das Wort Baby gesagt hat und vorher schon Metal fiel. Deshalb wusste ich das. Hab ich echt Baby gesagt? Mhm. Okay. Okay, hä? Wie komme ich da? Was? Hä? Was? Schau dich einfach mal um. Wow! Mario wollte mir jetzt gar nicht mehr gehorchen. Aha, okay. Okay. Flump. Die armen Wiggler. Lagi. So. Autsch. Immer musst du Rüdigers Freunde verkloppen. Er hat doch sonst keine, die ich verkloppen könnte. Also nämlich die. Okay, der Satz hat wenig Sinn gemacht, ich weiß. Bei den bunten Noten muss ich immer an Doremi denken. Ah, Doremi, das war so eine schöne Serie. Ich hab die Serie gemocht. Ich auch. Ich hab die auch immer gern gesehen. Auch wenn die Serie eigentlich mehr für Mädchen gedacht war, aber das war mir scheißegal. Das durftest du damals nie sagen, ich hab Sailor Moon gesehen oder sowas, weil dann wurdest du sofort als Weichei abgestempelt, weil Mädchen-Jungen-Serie und so. Das war damals so dumm, heutzutage ist das vollkommen egal. 70 Münzen, ich hab keine. Ich finde die wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr, trotz Röhre an der einen Ecke. Weil man ja viel mehr Sternteile findet als Münzen. Okay, das war doof. Dass Mario einfach nicht so zerteilt wird, wenn er so einer Kreissäge zu nahe kommt. Er kann's halt. Okay, das versuche ich bestimmt beim ersten Mal. So verdient Mario also sein Geld. Ja, er sammelt nichts ein. Boah, 52. Nee, ey. Fehlen noch 18. Und die kriege ich auf dieser Mini-Insel niemals. Wow. Okay, Gitter Bro, geht mal kurz was essen. Ja, kann er ja. Wups. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Ebenso. Pff, du Mistteil. Okay, mir fehlen noch 7. Scheiße.
komme ich jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal neu rein. Auf dich so zu freuen! Okay, jetzt habe ich gerade ernsthaft gedacht, ich falle in die Kreissäge. Es sah schon danach aus. Ui. Schade. Ach, jetzt kommt der Quatsch, wo die ganzen Teile nacheinander abbrechen. Ich glaube, ich breche ab, ey. Upsa! Oh. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Okay, gut. Dass das nicht komplett mit nach unten durchfällt, sondern plötzlich hängen bleibt. Das macht irgendwo sehr wenig Sinn. Ja, eben. Selbstmörder. Boah, voll zerteilt. Nee, leider nicht. Das hätte jetzt aber so sein müssen, so richtig. Ja, irgendwo schon, ne? Dann hättest du einen Hit plus 10 bekommen. Ah, Moment, falsches Spiel. Au! Oh. Oh. Ich gehe nicht so schnell down. Oh fuck, ich habe was im Auge. Das kann ins Auge gehen. Kaufen. Das Spiel heißt leider Netzor. Maximale Kraft bitte. Der Friss. Auf dich so zu freuen. Das End von Smash steht für Enjoy. Aha. Map. Haben wir alle gelacht, Rody. Haben wir, wirklich. Und zwar gnadenlos haben wir gelacht. Mario? Ja. Was sollte denn der Mist? Oh, voll heftig schweres Level. Oder Rätsel vielmehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich weiterkomme. Ehrlich. Ach, das ist aber auch schwierig, ey. Leute, könnt ihr uns gleich helfen? Es kann ja wohl nicht sein, dass ich den jetzt da auch noch runterschieben muss. Es muss eine andere Lösung geben. Ach, ich versuche es einfach mal. Bin mir aber nicht ganz sicher. Boah, shit, ey. Es hat wirklich geklappt. Das gibt's doch nicht, ey. Das Kind nimmt... Ach, egal. Keine Inzestwitze. Das ist eigentlich voll brutal, ey. Du bringst das Kind von ihm um, ey. Und das auch noch auf dem Rücken. Autsch. Oh, wow! Alter! Ich dachte schon, scheiße, jetzt fällst du runter, aber nö, wir sind ja hier bei Mario Galaxy 2. Um die Münzen kümmern wir uns halt erstmal wieder, wenn wir die Welt beendet haben. Beziehungsweise die nächste Welt offen. Und wieder mal ein Leben. Das soll doch mal einer sagen, du hast kein Leben. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiterfliegen. Yeah. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir mal an. Alter, Lubber hat bestimmt eine total feuchte Aussprache, oder? Hast du diesen Tod gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Pfirsichen vor sich hin. Ich laufe nur im Kreis herum. Geh mal rüber und sprich ihn an, dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Oh, regt dich das auf, dass der da vor sich hin spricht? Darfst du reden? Hey Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nur ein Brieftod. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ich meine Peaches. Ist das nicht klasse? Ich stell dir vor, der erste Peach ist für dich. Das muss ich jetzt aber nicht vorlesen, oder?
Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, mit diesem Pfirsich liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Brief. Was ein Scheiß. Ich glaube, Prinzessin Brief ist Transvestit. Diesen Peach-Schlag ein One-Up-Pilz bei. Oh man. Schnüffel, in Gefangenschaft ist, ist der Brief noch wunderbar fürsorglich. Wie rührend. Also dann, bis zum nächsten Mal. Feiner. Oh man, wir verhonen People einfach wieder alles, ey. Was? Dieser Gag mit Peach und Brief wird aber auch nie alt. Das ist die Weltkarte. Dank der Kraft der großen Briefmarken reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du so weit bist, Steuermann. Alter, du tu mal was gegen deine Aussprache, ey. Was haben wir hier? Wir haben hier die Riesenwasserfallgalaxie. Gut, machen wir die hier. Niagara-Fälle. Die Niagara-Fälle.